einer Lohnuntergrenze brauchen wir einen staatlich regulierten Lohn? Das ist heute die Frage des heutigen Abends. Es gibt auch den Wandel dahingehend, dass sich die Parteien einig sind, es muss Mindestlöhne bzw. Lohnuntergrenzen geben. Allerdings sieht die Ausgestaltung dieser Konzepte doch teilweise sehr unterschiedlich aus. Wenn man einmal guckt, CDU, CSU sind für einen tariflichen Mindestlohn. Die FDP setzt sich für eine branchen- und regional differenzierte Lohnuntergrenze ein. SPD und Grüne sind sich einig, dass es einen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro geben sollte. Die Linke ist da vom Konzept her sehr ähnlich, nur dass diese 10 Euro Mindestlohn fordert. Daher ist es jetzt interessant, natürlich in der Diskussion einmal auch herauszuarbeiten, wie sehen diese Konzepte jetzt tatsächlich aus, welche Unterschiede gibt es, warum muss diese Diskussion überhaupt geführt werden und welche Vorteile bringt das jeweilige Konzept. Dafür möchten wir jetzt einmal abstimmen und das Publikum befragen, wie die Einstellung zu staatlich festgelegten Mindestlöhnen ist, um dann die Diskutanten vortreten zu lassen und dann am Ende der Veranstaltung auch überprüfen zu können, ob diese denn in der Lage waren, sie zu überzeugen oder ob die Wanderung halt nicht stattfindet und sie ihrer Meinung im Prinzip treu bleiben. Also dadurch, dass einige nicht abgestimmt haben, haben wir im Moment ein Zwischenergebnis, dass sich 61,1% für einen gesetzlichen Mindestlohn aussprechen und 30,6% dagegen, 8,3% haben sich irgendwie enthalten. Also ungefähr 2/3 zu 1/3? Ja, kann man so sagen. Gut, also da gibt es gibt's für Herrn Hafke eine Menge noch Möglichkeiten, Leute zu überzeugen und für Herrn Hertha die Schwierigkeit, genau, nicht zu viel zu verlieren. Ich spitze das mal mit Guntram Schneiders Worten zu. In manch einem Betrieb ist der Krankenstand höher als der gewerkschaftliche Organisationsgrad. Und für diese Bereiche muss es klar sein, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die da arbeiten, nicht ausgebeutet werden können, um es dann mal sehr plakativ zu sagen. Ich bin da etwas skeptisch. Ich bin seit 3 Jahren im Parlament, dass ein Politiker sagt, ja, ein Gesetz, das schreibe ich nur in eine Kommission fest und dann ist das im Ergebnis auch so. Das glaube ich nicht. Die SPD ist in einen Wahlkampf gegangen und hat gesagt, wir erhöhen nicht die Mehrwertsteuer. Und im Ergebnis kam eine Mehrwertsteuer um 3% raus. Das heißt also, das, was man dann vielleicht in einem Wahlkampf dann plakatiert, das ist dann vielleicht etwas anderes, was in der Realität kommt. Deswegen glaube ich das nicht. Und ich halte sowas doch für brandgefährlich, wenn man sich als Gesetzgeber, als Staat in etwas einmischt, was wir per Grundgesetz eigentlich 2 Tarifpartnern aufgegeben haben. Und natürlich gibt es ein Problem, wenn wir keinen Organisationsgrad unter 50% haben. Darüber können wir ja reden, aber das möchte ich doch nicht pauschal als Gesetzgeber für alle verbindlich machen, sondern dann müssen wir sagen, in dieser Branche gibt es keinen ausreichenden Organisationsgrad. Da muss der Gesetzgeber dann einschreiten, weil wir eben nicht wollen, dass Menschen ausgebeutet werden. Alle Statistiken sagen, dass der Einstieg über den Mindestlohn eine Fiktion ist. Es wird immer gesagt, dann steigt ihr über den Mindestlohn ein und irgendwann kommt dann so eine wundersame Wandlung, dass man dann in normale tarifierte Beschäftigung übergeht. Diejenigen, die über den Mindestlohn eingestiegen sind, die steigen immer noch ein, aber ohne aufzusteigen. Also die Frage Einstieg über den Mindestlohn ist eine relative. Man hat dann einen Job im Mindestlohn, man kriegt den auch aufgestockt durchs Amt, aber es ist keine Chance, in eine geregelte Beschäftigung zu kommen. Umgedreht gilt natürlich, dass in den Bereichen, wo die nicht mindestlohntarifierte Beschäftigung bisher Geschäftsmodell ist des jeweiligen Unternehmens, dieses Geschäftsmodell des Unternehmens an ein Ende gerät. Das muss man auch wissen. Also das Geschäftsmodell eines Logistikers, der seinen Euro deshalb macht, weil er die Leute mies bezahlt, das Geschäftsmodell ist zu Ende. Aber ich gehe davon aus, dass die Fuhren weiter gefahren werden müssen. Die werden dann nur nicht für 7 Euro gefahren, sondern die werden dann bei einem anderen, der ein ordentliches Geschäftsmodell hat, entsprechend gefahren. Das ist dann die Konkurrenzsituation. Also keine Arbeitsplätze werden am Ende keine Arbeitsplätze verloren, sondern sie verschieben sich zu denjenigen, die ein ordentliches Geschäftsmodell haben und entsprechend auch tarifiert bezahlen können. Die FDP zum Beispiel, wir sind nach wie vor immer noch gegen gesetzliche Mindestlöhne, würden wir auch immer sein. Wir wollen einfach die Gesetze, die es gibt, viel stärker anwenden, auf mehr Branchen anwenden, so wie die Regierung das in den letzten Jahren getan hat, aber das nur auf mehrere Branchen machen. Ich möchte aber nicht, dass Politiker in einem Bundestagswahlkampf darüber entscheiden und selbst wenn es eine Kommission ist, die im Ergebnis dann darüber festlegt, auch dort
wird es definitiv so sein, dass die Linkspartei und auch vielleicht die Grünen, der SPD unterstelle ich jetzt mal einfach Wort hält dann in dem Augenblick. Das ist, dass die Linkspartei und die Grünen dann wieder in 4 Jahren in einem Bundestagswahlkampf hingehen und sagen, ja, die 8,50 Euro, die sind jetzt auf 9 Euro, aber das passt doch nicht mehr zur Inflation, das passt nicht mehr dazu, jetzt sagen wir mal 10 Euro. Das wird definitiv kommen und ich halte das für eine ganz gefährliche Situation. Lohnfindung hat nichts in Parlamenten zu suchen und daran sollten sich Politiker halten und dann alles andere kann man entsprechend klären über die Missstände, die wir gesprochen haben. Bin ich sofort mit dabei, aber Lohnfindung nicht im Parlament und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Wollen wir wirklich diese Wettbewerbsverzerrung, die ich gerade dargestellt habe, wollen wir die wirklich weiterhin mit Hunderten von Millionen und Milliarden am Ende finanzieren? Ist es Aufgabe des Staates, ein solches Geschäftsmodell, nämlich Lohndumping, zu finanzieren? Meine Antwort lautet zum einen ja, weil man kann sie nicht hinterher mit einem Armutslohn nach Hause gehen lassen. Das muss aufgestockt werden bis zum soziokulturellen Minimum, gar keine Frage. Damit kann man sie nicht alleine lassen. Aber umgedreht sträuben sich bei mir übrigens auch ordnungspolitisch alle Nackenhaare an einer solchen Stelle als Staat, als Begünstiger von Lohndumping letztendlich tätig zu sein. Und deshalb halte ich es auch aus diesem Gesichtspunkt für angemessen, die 8,50 Euro zu setzen, damit klarzumachen, da ist die Lohnuntergrenze, darunter darf nicht konkurriert werden. Hier wird auch nicht mit 80-Stunden-Wochen konkurriert, hier wird nicht mit Sonntagsarbeit konkurriert, hier wird nicht mit Kinderarbeit konkurriert, es wird auch nicht mit Lohndumping konkurriert. Herzlichen Dank. Von Ja zu Nein sind 9% gewandert und von Nein zu Ja 15%. Von der Wanderung her gibt es dann also doch einen leichten Vorsprung für Herrn Hertha. Gut, also